Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play Together Runde. Mein Name ist Mr. Rampage und wir starten hier mit den Stiff Master und den Andy zusammen. Wir sind alle in einem Clan und haben zusammen ein paar Runden gespielt. Die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Und zwar, wir besprechen gerade, dass wir auf die linke Flanke einfach ein bisschen pushen. Und zwar hierhin und wollen dadurch dann auch hier reinwirken und alles, was hier noch so ist, also ein bisschen flankieren. Ja, wir haben alle denselben Panzer und da sollte das recht gut funktionieren. Entschuldigt meine Stimme, ich bin ein bisschen heiser und ein bisschen angeschlagen momentan. So. Deswegen werde ich mich heute ein bisschen mit dem Kommentieren zurückhalten. Ja, hier vorne fahren sie. Der T-54 ist natürlich schon ein schöner Panzer. Schön stark. Geht natürlich wie bei den Mets generell oder fast generell. Fast jeder Schuss auch durch. Und naja, muss man halt ein bisschen aufpassen. Schön anwinkeln immer. Dann geht das schon. Ist natürlich kein, wie soll ich sagen, keine Allround-Taktik. Ne? Also das kann funktionieren, was wir hier machen, muss aber nicht. So. So, meine Kette ist erstmal kaputt, aber die ist ja wieder fix repariert. Und ich trottel, hab dafür natürlich gleich ein Repair-Cat rausgehauen. Das war natürlich nicht ganz so schlau. Ja, und dann nehmen wir schon den Waffenträger hier aufs Korn. Ja, Auto-Aiming ist für mich so eine Sache, nehme ich ganz gerne mal, wenn ich irgendwie schnell unterwegs bin, weil ich dann, ja, da hinten haben wir noch einen Tiger P. So, und die ISU dürfte gleich platzen. So. Und da wurde ich aufgedeckt. Ja, und da ist der Andi, hat einen Amorek-Schuss bekommen und ist geplatzt. Arme Andi. So, und Stiffmaster fährt vor, er drückt den Conqueror weg. Und ich gebe ihm Feuerschutz. So. Hier steht noch ein Cameron. Den räumen wir auch weg. Er beschwert sich jetzt gleich, dass ich ihn gefälligst folgen soll, aber er wird flankiert und er macht sich Sorgen um den T-71. Ah, da kommt mal wieder nicht durch hier. So. Schön, der ist weg. Da haben wir noch den T-25-2 da oben und den T-34. Ja, also die Genauigkeit von T-54 ist nicht die beste auf lange Sicht gesehen. So, der Stiffmaster, der kriegt jetzt gleich Besuch vom Tiger 1. Und er schreit schon kräftig, dass ich ihm gefälligst helfen soll, aber sehe ich gerade noch nicht so wirklich ein, weil der T-71 da noch ist. Und er wird mit Sicherheit, er hat nämlich auch nur noff 270 HP hier, unser Stiffmaster. Und das wird ein bisschen knapp für ihn, ne? Aber ich stoße gleich zu ihnen. Aber er macht das souverän und... Nee, da komme ich nicht ran. Also fahre ich vor.
Ah, da kriege ich noch einen Drop, ey. Oh, Mann, Mann, Mann. Ja, er macht natürlich jetzt gleich was ganz Schlaues. Und zwar, er fährt nicht auf Distanz, sondern er nähert sich einfach den Tiger, fährt bis ran. Und der Tiger hat natürlich nicht die Möglichkeit zu wirken auf seinen Turm, weil er direkt davor steht. So. Ich ramme ihn tot. So, und jetzt kann ich ihm mithelfen. Er fährt vor, direkt an den Rand. Ich hätte mich auch hinter ihm stellen können, das stimmt schon. Und er platzt. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Ich verstehe es nicht. Aber gut. Ja, ich wollte eigentlich noch jetzt den Super Pershing aufs Korn nehmen. Der ist der letzte, der übrig bleibt. Hab jetzt meine 3.500 Schaden. Und ja. Aber wie gesagt, das ist keine Allerweltstaktik, ja. Also da müsst ihr immer mal gucken, wie euer Team da mitspielt. Wenn ihr gute Fahrer seid, dann könnt ihr das so machen. Funktioniert aber nicht immer. So wie hier aus der freien Fahrt rausschießen, trifft man auch nicht immer. Oh, habe ich mal einen High Roll? Da komme ich schon nicht mehr durch, keine Ahnung warum. So, und da platzte mein Freund. So, liebe Freunde, zweite Runde. Meine Kollegen sind gerade mal eine rauchen gegangen und ich habe mich dazu entschlossen, schnell eine Runde außerhalb des Zuges zu spielen. Und ich fand es sehr geil. Ich fand es echt sehr geil. Deswegen zeige ich die kurzfristig mit. Danach kommt ein T69-Match, was auch zusammen im Zug gespielt wurde und auch ziemlich geil gelaufen ist. Also es bleibt spannend bei dem. Ich verrate jetzt nicht so viel. Muss ich mir direkt mal einen Kaffee einschenken hier. Aber so viel sei gesagt, es ist ein sehr geiles Gefecht gewesen. So, ja, wir befinden uns mit dem T62A auf Wadi. Standardgefecht. Ich habe wieder diesen Verteidigungsmodi rausgenommen, weil, ja, naja, mal habe ich Bock drauf, mal nicht, ne? Kennt man ja alles. So, ich entscheide mich jetzt hier einfach erstmal drüber zu gucken. Vielleicht kann ich für unsere TDs was öffnen. Ja, kann ich. Sehr schön. Gekettet hat nicht geklappt. Verdammt. Fahre auch gleich immer wieder ein bisschen zurück, weil man weiß ja nicht, was da so steht. T62A, verdammt geiler Panzer. Haben ja auch das Objekt, den 10er, erforscht. Das, ich glaube, 430 ist das. Ne, 140. Objekt 140. Ja, ich finde ein T62A einfach ein Stückchen besser. So, ich fahre hier ganz langsam vor. So. So, dass ich gerade drüber glotzen kann. Ach, meine Stimme. Je. Jawohl, in die Seite reingehämmert. Das war nicht die Turmluke. So. Und ich will eigentlich gar nicht mal weiter hier so lange rumcampen. Ja. Ja, das ist ein bisschen. Hätte ich ein Stückchen höher zielen müssen. Da oben ist auf jeden Fall schon ein 57 Heavy, ein Leopard und ja.
Ach, abgeprallt, er ist zu hoch geflogen. Mist, verdammt. Denn ganz neben der Kanonenblende vom T29, T34 und alle, die so fette Kanonenblenden vorne drauf haben, könnt ihr in den Turm schießen. Und zwar genau neben der Blende. Wissen viele nicht. Ist aber so. Die habe ich jetzt schon öfters getroffen, nicht nur mit dem Metz, sondern auch mit was für einem Panzer waren das? Ach ja, mit einem Objekt 268. Habe ich es auch schon geschafft. Ja, direkt daneben einfach reinschießen, das geht durch wie Butter. Könnt ihr ruhig machen. Muss man natürlich auch treffen, das ist halt immer Grundvoraussetzung. Aber es geht. Durch die Blende braucht er nicht verschießen, schießen. Ah, Pershing. Ich hab's heute mit dem Pershing. Und er kommt natürlich durch, ne, mit AP. Mit seinen 175 Pene kommt er bei mir durch. Wenn ich das mache mit dem Super Pershing und schieß auf einen Met der 10er. Ja, ist ja wunderbar. Kriege ich noch eine Schelle. Wie kann der mich da treffen? Ja. Naja, wenn ich das mache mit dem Super Pershing, dann komme ich nicht durch. Kann ich euch zeigen. Da kann ich 10-mal drauf schießen, da komme ich nicht durch. Genauso wie bei mir die 1390 mit AP-Munition durchkommen. Ja, verstehe ich nicht. Wenn ich das mache, komme ich nicht durch. Ach, jetzt fährt er auch noch vor. Er hat mich noch nicht gesehen. Erst jetzt. Geiler Tarnwert, oder? So, da haben wir noch den Leopard. Ja, der wird schon unten stehen. Aber ich gucke hier nochmal rum. Ja, der steht schon unten. Da ist er ja. Ja. Hat er sich verdünnisiert. Ja, T54, das war ein klassischer Fehler, denn man weiß ja, da hinten stehen gerne die TDs. Deswegen fahre ich da auch nicht runter. Weiß man doch. Mann. So, da haben wir doch schon einen. 280. Muss man sich mal vorstellen. So, den habe ich mir geholt. So, D34, du bist mein. Oh, 20 Pünktchen haben sie mir übrig gelassen. So, da dürfte eigentlich nichts mehr Gefährliches stehen. Ja, doch schon gefährlich, aber ja, wenn man sich ein bisschen geschickt anstellt, dann geht das eigentlich auch. Und ihr seht auch gleich, warum. Ja. So, wie man auf der Map sieht, weiß man, wo der Jagdpanzer 100 steht und man weiß, wo der T110E3 steht. Ah, da ploppt er schon auf und ich kann wirken. Ah, jetzt bin ich offen. Wer hat mich hier gespottet? Hat er wieder 16 hier Skills drauf? Ja, das war natürlich jetzt. So, gucken wir mal, was hier ist. Der steht da hinten und campt. Ich bin hier ein bisschen vorsichtig. Da steht er auch. Und er ist abgeprallt. Ich komme nicht durch, verdammte Hexe. Ich komme nicht durch. Alter. Jetzt. Na warte. Ich mache es fertig. Ich kette dich erstmal. Ja, na warte. Das ist der Vorteil, immer recappen. Der ging nicht
Ja, nee, ist klar, ne? Dreimal schießt du durch, aber dann beim vierten Mal geht's nicht. Haha. 333. Sehr schön. Schon 1600 habe ich drauf. Ah, jetzt hat er sich anders hingestellt hier. Will er seine Wanne verdecken. Ja, sei da bloß vorsichtig, du. Der haut ganz schön Schaden raus. Ich könnte mir auch so einen Schuss fangen und den rausnehmen, aber das sehe ich jetzt irgendwie auch nicht ein. Jetzt kommen sie von hinten und ich will ihn ein bisschen, er sieht mich ja anscheinend. Ach, das sind zwei Jagdpanzer. Ah nee, das sind E-100 und ein Jagdpanzer. Ah, jetzt hat er mich. Zweimal gebounced, ey, der wird fluchen ohne Ende. So, na warte, mein Freundchen. Na warte. Ist schon wieder nicht durchgekommen. Jesus, Maria und Josef. Ja, dann verschießt du nochmal. Ja. Nein! Die Schweine haben den gekillt. So, dritte Runde. Letztes Gefecht. Wir spielen wieder mit Stiff Master und Andy zusammen. Der Stiff Master im Objekt 416. Ich im T69. Und der Andy hat eine Arti. Ja, letzte Runde nochmal dazu gesagt zum T62A. Ich habe 3800 Schaden gemacht und eine Win-8-Rate von 4200 erzeugt. Das nur nochmal dazu. Ja, so. Mal gucken, wie wir fahren. Also ich will erstmal in die Mitte fahren. Also der T69 gefällt mir ein bisschen besser als das Objekt, als der AMX 1390. Du schießt hier einfach mal 2 Sekunden schneller, hast eine kürzere Nachladezeit. Ja, das heißt, du kannst auch mal schnell die Munition switchen. Und du hast auch die Chance auf Abpraller bei dem Panzer hier. Und du bist ein klassischer Med und kein Scout. So, ich fahre jetzt hier erstmal hinter die Häuserecke. Und mache was ganz Verrücktes. Und da bin ich offen. Weiß nicht warum. Als wenn man hinter die Häuser klotzen könnte. Jesus, Maria und Josef. Ah, na warte, wenn du vorkommst. Ah, der weiß genau, dass ich da stehe. Die Botte. Naja, mein vorrangiges Ziel ist hier erstmal spotten und den Stiff Master, der will dann flankieren. Und unser Andy, der tut, was er kann mit seiner Arti. Ja, rutsch doch mal, du mit deinem Objekt hier. Was soll denn das? So, da drüben tümmelt sich auch der Jagdpanzer, Foch, Ferdinand. Eieieiei, guckt euch mal die TD-Reihe da oben an, was wir da haben. Na, er will noch nicht. Ja, die machen wir erstmal weg, die Mauer hier. Ja, das gibt's doch nicht. Der ist bestimmt wieder abgehauen. Ich bin auch nicht mehr offen, also der ist da nicht mehr. Denke ich nicht. Man weiß es halt aber auch nicht. Ja, oh. Oh. Die linke Flanke, beziehungsweise die rechte Flanke. Die sieht nicht mehr so schön aus.
Mal gucken, was wir da machen können. Komme ich da rein? Nee, ne? Bin ich zu fett für. Ja, ich komme da nicht rein. Ja, das ist jetzt nicht so wirklich aufregend, was ich hier so tue. Noch nicht. Aber es wird dann noch aufregend. Und ich drücke mich als Autoloader ganz gerne mal hier in die Büsche rum und jetzt lade ich erstmal nach, wie man sieht. Denn gleich geht es los. So, da ist der T54. Ich kriege die Anweisung, den offen zu halten. Das mache ich selbstverständlich. Und ich soll nicht rausnehmen, zumindest vorerst nicht. Weil da hinten jede Menge TD stehen. So, und schwupps bin ich offen. Schwupps. Ich denke mal, da hinten stehen noch ein paar TDs rum. Aber bevor ich die sehe, sehen die mich dreifach und dann bin ich tot. Und das will ich nicht. Also fahre ich zurück und mache erstmal meinen T54 auf. Ja, IS-8, das würde ich mal ganz schnell lassen. Die stehen da hinten nämlich alle. Und schießen dann hier rein, wenn der T54 hier hochfährt. Pass auf, gleich knallt's. Da geht's doch schon los. Sag mal, das weiß man doch, wenn man dieses Spiel spielt. Also, mein Gott. Also, da merkt man mal wieder, wie blöd die Leute sind. Oh, da habe ich eine Chance verpasst. Ich sehe gerade, ich kann auf den Jagdtiger rechts auf die Seite schießen. Sehe ich jetzt aber auch erst. Also, Mist. Ja, der ist schon vorgefahren. Der ist schon vorgefahren. Oh, ich muss mich so anstrengen, um eine relativ laute Stimme fürs Mikrofon zu bekommen, dass mir der Hals schon so wehtut, ey. Wer schießt mich hier in den Poppes? Na, pass mal auf, mein Freund. Und ein Räumerwagen. Ja, der hätte mich natürlich gefistert hier. Steht das blöde Dreckshaus im Weg. Na warte. Jetzt kriegst du aber, Freundchen. Na. Hahaha. Ich sag doch, ich fiste dich. So. Jetzt wird's interessant. Jetzt geht's los. Und meine Stimme verabschiedet sich hier. Ja, der Andi ist noch da, der Stiffmaster ist auch noch da, ich bin noch da. Und ich nehme jetzt erstmal den T54 raus, weil der fängt an, mich ein bisschen zu nerven. Leck mich doch. Das ist wieder so dieses Typische, ne? Oh, rechts brechen sie durch. So, jetzt geht's los. Andi schreit schon. Und ich muss zusehen, dass ich hier ein bisschen wirken kann. Ja, Andi ist gerade raus. Naja, das ist halt der Nachteil, ne? Ich komme nirgendwo ran, nicht durch die Häuser hier. Das ist halt so scheiße. Das ist halt so Mist.
Ja, Stiff Master will sich hier hinten bei C2 verziehen und will sie mir aufmachen. Ich nehme erstmal den T54 raus. Ja, ich komme wieder nicht durch, ne, ihr Penner. Konnte mir natürlich nochmal 340er Schelle verpassen, so ein Scheiße. Ja, Brot, du schreist, das ist mir klar. Da du schreist. So, gucken wir mal. Ich vermute mal, er müsste hier stehen. Ja, dazu müsste jetzt der Prott mal aus der Hefe kommen und um die Ecke gucken. Der ist aber One-Shot und er traut sich nicht. Der hat einfach schon den braunen Streifen in der Hose. Ja. 150 Pünktchen hat er noch. Der Gute. Ja, der steht zu weit unten, da komme ich nicht ran. Ja, nee. Komme ich nicht ran. Und da ist er auch schon geplatzt. Die haben nämlich schon gewartet auf ihn, dass er das tut. Vielleicht hat er sich falsch angewinkelt. Ich lade erstmal nach. Das weiß man jetzt auch so nicht. Oh, er konnte ihn wegschießen. Er konnte ihn wegschießen. Nicht schlecht. Und der Stiff Master ist auch ein sehr guter Spieler, muss man sagen. Mit dem spiele ich sehr gerne. Auch Kompanie. Auch ESL. Macht viel Spaß mit dem. Naja, das artet jetzt erstmal ein bisschen in Camping aus, aber wir sind in der Unterzahl und wir müssen. Ja, ich komme wieder nicht durch. Ja. Ja, und da kriege ich natürlich noch eine Schelle, ne? Ja, da haben wir hier den sturen Emil, der kann mich auch fisten und der Jagdpanzer. Na, vor dem habe ich nicht so Schiss, aber ich hau mir jetzt zur Sicherheit Gold rein. Und da steht der Emil da und der Stiff Master fährt jetzt an die Basis heran, um mir den aufzudecken. Das ist eben das Schöne am Zug, man kann kommunizieren. Ne? Ich vermute, der wird hinter einem toten Panzer stehen. Ja, na, das ist natürlich jetzt klar, ne? Der ist tot. Ich fahre, ehrlich mal, Leute, wenn ich weiß, da oben steht in der Stadt ein Autoloader, dann fahre ich nicht mit einem Papierpanzer in die Basis rein. Ja, wie behämmert muss man denn sein? So, okay. Wir haben nur noch 3 Minuten zu spielen, deswegen wird es ein bisschen knapp. Die Asi ist nicht die beste. Das heißt, entweder pusht man zu zweit oder gar nicht. Naja, ist immer so eine Sache. Ich fahre erstmal vor, um zu gucken, wo der Jagdpanda steht. Gehe ich auf, steht er in der Basis. Stiff Master will sich die Asi krallen. Ich gehe nicht auf, also steht er garantiert nicht mehr da, wo ich jetzt hinpinge. Ja. Die Adi steht da hinten in der Ecke, garantiert. So, er fährt rum. Da steht sie. Und nein, er ist geplatzt. Er ist geplatzt. Das ist übel.
Ja, ich könnte durchcappen, wäre eine Möglichkeit. Würde ich mich aber dem Risiko aussetzen, von der Arti getroffen zu werden. So, das ist halt das Schöne an der kurzen Nachladezeit. Da ploppt er mir auf. Ich kriege Anweisungen, in Bewegung zu bleiben wegen der Arti. Ja, ich versemmel direkt erstmal. So. Jetzt muss ich mich aber ganz schön beeilen. Es sind nämlich nur noch 1,5 Minuten. Ich fahre auf dem direkten Wege. Ich schreibe ihm das. Bisschen Angst machen. Okay. Ja, also er ist schon nicht langsam, aber es ist auch nur noch 40 Sekunden Spielzeit. Das wird ziemlich wenig. Scheiße. Der steht da hinten in der Ecke drin. Nur noch 8 Sekunden. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich komme nicht hoch. Ach, verdammt. Da haben wir es leider verloren. Oder was heißt verloren? Es waren unentschieden. Haben ja beide überlebt. Aber. Schade. Das war echt knapp. Noch vielleicht 10 Sekunden länger und ich hätte ihn draußen gehabt. Da hätte man gewonnen. Aber so kann es laufen. No. So kann es laufen. Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und ich würde mich freuen über ein Like, über ein Abo und bis später. Grüß eure Mutti.